willkommen zum heutigen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir machen heute Po-Training, also alles für einen guten Knackarsch. Du brauchst nicht viel, wir beginnen gleich im Stehen, gehen aber dann zum Boden. Das heißt, du brauchst eine Matte oder ähnliches, irgendeine passende Unterlage. Bereite alles soweit vor und dann können wir starten. Viel Spaß! Stell dich breiter wie hüftschmal in eine Mini-Grätsche. Beuge deine Beine und dabei ziehst du die Arme lang nach vorne. Lass deinen Rücken lang und komm wieder nach oben. Beuge, strecke. So, die Fußspitzen zeigen beide geradeaus in dieselbe Richtung nach vorne. Und du atmest mit der Bewegung aus und ein. So, tief, hoch. Sehr gut. Stell dir vor, hinter dir steht ein Stuhl und du schiebst dein Gesäß nach hinten, als wenn du dich auf den Stuhl setzen möchtest. So weit solltest du auch runtergehen vom Gefühl her, ab und wieder hoch. So, dann sind das hier noch 10 Wiederholungen. 9, 8, 7. Schön nach hinten schieben. Das Steißbein weg. Noch 4, 3, 2. Ein letztes Mal. Achtung, komm erstmal nach oben. Nun geh wieder zurück. Halte hier an und schieb dein Gesäß auf dieser Höhe nach rechts und nach links. Soweit du kommst. Wenn dir die Arme zu schwer werden, du kannst auch mit der einen Hand die andere halten. Sehr gut. Atme nicht vergessen. Schön zur Seite rausschieben. So, Achtung, noch 10 Wiederholungen. 10 und 9, 8, bleib schön tief. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und komm einmal noch nach links und löse. Sehr gut, das war's für Übungen im Stehen. Wir gehen jetzt zum Boden in den Vierfüßlerstand. Hallo Karin. So, du kommst mit einem Ausfallschritt erstmal nach vorne. Bring das hintere Knie zum Boden und das vordere daneben. Setz die Hände direkt unter deine Schulter und die Knie direkt unter deine Hüfte. Der Bauchnabel strebt nach innen Richtung Wirbelsäule und die Schulter nach außen vorne. So, dann bitte das rechte Bein in das Beinseite heben. Anheben, absenken. Hoch, tief. Komm mit. So, du hast jetzt hier 10 Wiederholungen. 10 machen wir noch. Auf und ab. Auf und ab. So, Hälfte ist um. Noch 5 Wiederholungen. 5, 4, 3, 2 und schon der letzte. Wechsel jetzt die Seite. Genauso mit links. Anheben, absenken. Hoch, tief. Auf, ab. Na, Matte. Vergiss die Atmung nicht. Wir können schon. Hälfte hast du. Noch 10 Mal. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So, ein letztes Mal hier links. Setz das Knie zum Boden und dich
für einen kurzen Moment nach hinten, um auch die Handgelenke so ein bisschen zu entspannen und zu lösen. Lass die Schultern locker und einmal verschnaufen. Die nächste Übung beginnen wir im Vierfüßlerstand, allerdings bleiben wir hier tief auf dem Ellenbogen. Der Ellenbogen sitzt da, wo eben die Hände waren, ungefähr. Die Schultern streben immer noch nach außen vorne, Bauchnabel nach innen. Dann winkel hier das rechte Bein nach hinten so an, dass die Ferse Richtung Decke nach oben zeigt. Also das Bein ist gebeugt, rechtes Bein, und du drückst jetzt hier die Ferse hoch und löst. Auf, ab, hoch, lösen. Atme aus, ein. So, du hast die Hälfte geschafft und gleich nochmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So, schau, rechte Seite hast du fertig. Löse. Auch hier gerne mal kurz zwischendurch entspannen, damit du nicht zu sehr in die Schulter gehst. Man lässt sich irgendwann so nach vorne hängen. Einfach also zwischendurch mal auflösen. Wieder hier in den Vierfüßlerstand. Zieh den Brustkorb vom Boden weg. Winkel das linke Bein an. Auch hier die Fußspitze so ein bisschen tief ziehen und die Ferse geht nach oben Richtung Decke. Atme dabei aus und ein. Hoch, tief. Sehr gut. Genau. Schön weit hochschieben, so weit wie du kommst. Richtung Decke, das ist wichtig. Auf, ab. So, du hast hier schon die Hälfte geschafft. Es sind noch 10 Wiederholungen. So, dann sind das hier die letzten 3, 2 und der letzte. Sehr gut. Löse. Gehen auch kurz einmal nach hinten setzen. Du musst auch die Schultern ganz bewusst mal einfach locker lassen. So, komm wieder nach vorne. Diesmal auf die Hände. Gleicher wieder, gleiche Ausgangsposition, gleicher Vierfüßlerstand wie die erste Übung hier am Boden. Schultern nach außen vorne, Bauchnabel nach innen ziehen. Und dann das rechte Bein mal lang nach hinten anheben, beuge, geh hoch dabei und lang. Jetzt habe ich das ein bisschen übertrieben gezeigt. Du beugst nach oben und löst. Schau mal, so eine kleine fließende Bewegung. 3, 4, so, hoch und lang, hoch und lang, hoch und lang. Genau, hoch und lang. Also beim Beugen Richtung Decke nach oben streben. Sehr gut. Beuge hoch, lang. So, du bist hier schon im Endspurt. Das sind die letzten 5 Wiederholungen. 4, 3, 2 und einer noch. Löse. Ganz kurz hier mal die Wirbelsäule so ein bisschen rund formen, die Schultern extra nochmal nach außen ziehen und löse wieder. Ausgangsposition, Vierfüßlerstand, linkes Bein erstmal lang. So, jetzt schau kurz nochmal, um reinzukommen. Du beugst, schiebst nach oben und streckst. Versuch das als fließende Bewegung. Auch hier 20 Wiederholungen. Los geht's. Hoch, lang. Hoch, lang. Sehr.
Sehr gut. Hoch, lang. Hoch, lang. So, du hast schon die Hälfte geschafft. Es sind noch 8 Wiederholungen. Bauchnabel nochmal fest Richtung Wirbelsäule ziehen. Gleich hast du es, die letzten 3, 2 und löse. Wunderbar. Wir wechseln die Ausgangsposition. Wir wollen in die Rückenlage. Bring die Beine also nach vorn. Setz dich und halte dich mit den Händen an einem Knie fest oder gerne natürlich auch an beiden, um dich hier mit rundem Rücken langsam nach hinten zur Matte zu bringen. Dann stell die Füße vor dir am Boden auf. So, dann lehne dein rechtes Bein gegen das linke. Leg die Arme neben dir mit der Handfläche zum Boden gedreht ab. Lass die Schultern nochmal ganz bewusst nach hinten Richtung Matte fallen. Atme ein und aus. Wir heben jetzt das Becken an. Wir streben jetzt hier nach oben mit der Hüfte Richtung Decke. Lösen, wollen aber den Po nicht am Boden wieder auflegen, sondern gleich wieder hochgehen. Also, los geht's, komm mit. Auf, ab. So, es sind noch 8 Wiederholungen, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und ein letzter. Löse, bring das Gesäß zur Matte zurück und wechsle die Ausgangsposition hier mit den Beinen, das linke Bein gegen das rechte lehnen. Die Arme liegen locker, lass die Schultern nochmal bewusst nach hinten Richtung Matte fallen. Atme ein. Achtung, mit der Ausatmung löse. Leg los, nicht löse. Leg los und heb hier die Hüfte nach oben Richtung Decke. Und ab, okay? So, auf, ab. Vergiss die Atmung nicht. So, du hast schon die Hälfte geschafft. Es sind also nur noch 10 Wiederholungen. Schön weit nach oben schieben. Drei, zwei und ein letzter. Löse, leg die Hüfte zur Matte zurück. Die Füße stellst du gefühlt hüftschmal am Boden auf. Lehne jetzt den Daumen nach außen, so dass der Handrücken am Boden aufliegt, Schulter locker. Und dann wollen wir die Hüfte nochmal anheben. Umso näher die Füße am Gesäß stehen, umso intensiver. Wenn du merkst, dich verlässt so ein bisschen die Kraft, geh mit den Füßen vom Gesäß nach vorne weg. Los geht's, Hüfte geht auf, ab. Auch hier wollen wir sie nicht am Boden auflegen, gleich wieder nach oben gehen. Komm mit. So, dann sind das heute hier die letzten 10 Wiederholungen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Löse, leg zum Boden ab.
Lehn dein rechtes Bein über das linke. Schieb die rechte Hand zwischen deinen Oberschenkeln hindurch. Heb das linke Bein mit dem Fuß erstmal vom Boden an, sodass es ein bisschen zu dir entgegenkommt. Und dann kannst du mit den Händen entweder an der Hinterseite deines Oberschenkels oder am Schienbein das linke Bein fassen und halten. Vielleicht sogar so ein bisschen Druck mit den Händen ausüben, dass du das linke Bein so ein bisschen zu dir ranziehst, um das rechte Bein weiter zu dir ranzuschieben. Atme nochmal ein und aus. Lass die Schultern locker, der Kopf liegt auf. Hier vielleicht nochmal so ein Tipp, wenn du mit den Händen gar nicht an dein linkes Bein rankommst, dann nimm dir ein Handtuch, schlag es um das linke Bein und greife hier das Handtuch. Halte die Hände also mit dem Handtuch als verlängerten Arm um das linke Bein. Das wäre eine Möglichkeit. Wir wollen das jetzt auflösen. Stell den linken Fuß zum Boden zurück und den rechten daneben und leg das linke Bein gebeugt gegen den rechten Oberschenkel, die linke Hand schiebst du zwischen deinen Beinen, zwischen den Oberschenkeln hindurch und greifst jetzt hier rechts entweder an die Rückseite deines Oberschenkels oder ans Schienbein. Auch hier kannst du ganz sanft so ein bisschen Druck ausüben, das Bein, das rechte Bein gegen das linke Richtung Oberkörper schieben. Atme weiter ein und aus. Hier natürlich genauso. Wenn die Hände nicht rumkommen, kannst du dir zur Hilfe ein Handtuch oder ähnliches nehmen und als Verlängerung nutzen. So, löse. Nimm hier gleich das linke Bein gebeugt zu dir heran, um dich daran festzuhalten und zieh dich nach oben in den Sitz. Ja, falls ihr euch fragt, wo die Karin hin ist, die liegt in ihrem Körbchen und ist eingeschlafen. Die ist gerade mit ihren Hundekumpels eine riesen Gassi-Runde gelaufen. Das war für mich ein schönes Aufwärmtraining für dieses Video hier. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist gut zurechtgekommen. Ich denke, wenn du fit bist, dass du das gerne nochmal wiederholen kannst. Das ist eine kurze Geschichte gewesen, also eine zweite oder vielleicht sogar dritte Runde könnten da also noch locker drin sein. Probier es aus. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wenn du Lust hast, abonniere doch meinen Kanal. Ich würde mich super freuen. Und wenn du noch ein bisschen was machen möchtest für deine Gesäßmuskulatur, verlinke ich dir hier nochmal ein Video. Da kannst du auch nochmal reinschauen und du wirst bestimmt fündig. Ich hoffe, wir sehen uns hier morgen wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.